Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu meinem Thema Burnout am Ende meiner Kraft, wenn die Arbeit krank macht. Ja, zu dem Thema habe ich ja nun schon einiges geleistet, mehrere Folgen auch schon gedreht. In der ersten Folge ging es um allgemeine Grundlagen zum Thema Burnout, Burnout im ICD-10. Genau, in der zweiten Folge ging es dann um die Lebensentwicklungslinie. Und in der dritten Folge ging es um Risikofaktoren, die möglicherweise zu einem Burnout führen können. Ja, wenn Sie mögen, können Sie sich diese Videos nochmal angucken. Und heute hier im letzten Video der Staffel Burnout am Ende meiner Kraft möchte ich Ihnen gerne fünf verschiedene Möglichkeiten anbieten, wie Sie erste Hilfe leisten können, wenn Sie sich in einer Burnout-Lebensentwicklungslinie befinden. Genau, und es sind insgesamt fünf Tipps und diese fünf Tipps möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Mein erster Tipp ist, zunächst einmal zu überprüfen, ob Veränderungsmöglichkeiten gegeben sind. Ja, schauen Sie einmal, in was für einer Situation befinden Sie sich eigentlich. Ist die Situation schon mal in der Vergangenheit gewesen? Haben Sie ähnliche Situationen schon mal gemeistert? Falls ja, wie haben Sie die Situation gemeistert? Können Sie dort aus Erfahrungen zurückgreifen und entsprechend etwas für sich leisten? Der nächste Punkt bei Veränderungsmöglichkeiten überprüfen ist, einmal für sich ganz deutlich zu machen, sich selbst mal zu reflektieren, was ist eigentlich das Problem? Beschreiben Sie das Problem. Was belastet Sie eigentlich in der Situation? Was ist konkret für Sie belastend? Und wo Probleme sind, sind gegebenenfalls auch unterschiedliche Lösungsansätze und Lösungsmöglichkeiten. Und vielleicht können Sie hier auch einmal ganz konkret für sich hinsetzen und gucken, wo sind die Probleme auf der einen Seite und kann ich eben halt mit meinen Ressourcen, mit meinem Handwerkzeug, mit meinen Erfahrungen, die ich in der Vorgeschichte erlebt habe, diese Probleme bewältigen, mit welchen Lösungsansätzen. Ja, und wenn Sie diese verschiedenen Lösungsansätze eben halt auch formuliert haben für sich ganz konkret, dann sollten Sie natürlich auch einmal abwägen, welche Vorteile haben meine Lösungsmöglichkeiten und welche Nachteile haben eigentlich meine Lösungsmöglichkeiten. Ja, und mein zweiter Tipp ist, das persönliche eigene Selbstwertgefühl stärken. Ja, und das ist eine ganz individuelle Sache. Was stärkt Ihr persönliches Selbstwertgefühl? Wo fühlen Sie sich wohl? Wo fühlen Sie sich gut aufgehoben? Welche Oasen im Leben haben Sie für sich, wo Sie sagen können, da fühle ich mich pudelwohl? Ja, für manche mag es sein, dass sie vielleicht sich etwas Schönes kochen oder dass sie vielleicht rausgehen in die Natur und ein bisschen spazieren gehen. Andere wiederum mögen es vielleicht Entspannungstechniken zu machen oder in die Sauna zu gehen. Es ist völlig egal, was sie sich da überlegen. Tun sie etwas für sich ganz alleine, für sich selbst. Das Selbstwertgefühl stärken. Hinzu kommt auch, dass Sie eine gewisse Akzeptanz erlernen sollten. Akzeptanz von Fehlern. Die eigene Fehlerfreundlichkeit einmal schulen. Ne? Fünfe auch mal gerade sein lassen können. Müssen die Dinge immer ihre Ordnung haben oder kann ich auch einmal Fünfe gerade sein lassen? Ja, und dann sollten Sie mal überprüfen, wer bin ich eigentlich noch? Bin ich nur in meinem beruflichen Kontext unterwegs? Macht mich, Patrick Kallert, nur mein beruflicher Kontext mich aus? Oder habe ich vielleicht auch noch andere Hobbys? Habe ich vielleicht auch noch andere Dinge, die mir Freude machen? Und wenn ich in Kontakt bin mit anderen Menschen, gibt es mich nur in meiner Berufsrolle? Als Sozialpsychologe und Lehrer für Gesundheitsfachberufe? Oder gibt es für mich auch noch andere Themen? Wer ist eigentlich Patrick Kallert, wenn er nicht in seinem Beruf unterwegs ist?
Diese Frage können Sie sich auch stellen, nämlich einmal den Selbstwert überprüfen, unabhängig von der beruflichen Situation. Und der nächste Punkt ist auch, wo sind eigentlich meine Go's und wo sind eigentlich meine No-Go's? Wo sind für mich Grenzen überschritten und wo kann ich sagen, hier bin ich in einen Kompromiss bereit? Kennen Sie Ihre Grenzen? Kennen Sie auch Ihre Leistungsgrenzen? Wissen Sie für sich ganz genau, wann Sie sagen können, hier ist Stopp? Diese Fragen können Sie für sich mal gedanklich oder aber auch schriftlich aufschreiben und das mal für sich überprüfen. Und dann ist noch ein Punkt zum Thema das Selbstgefühl stärken. Wie belohnen Sie sich eigentlich selber? Was tun Sie für sich, um sich selbst zu belohnen? Was macht Ihnen besonders Freude? Ja, und für ein positives Selbstgefühl, wir Menschen sind ja Sozialwesen und leben ja in unterschiedlichen Sozialisationen, in Kontakt mit anderen Menschen. Und das wollen wir auch, ne? Denn jeder möchte seinen Platz innerhalb seiner Gruppe haben, sei die Gruppe familiärer Kontext oder es ist der Freundschaftskreis oder ist es in einem Bereich von Hobby. Und hier sollten Sie mal überprüfen, was sind positive Kontakte und wo sind Kontakte mit Konflikte beladen. Und um Ihr Selbstwertgefühl zu stärken, ist es sinnvoll, auch nach außen zu gehen, um positive Kontakte zu pflegen, zu halten, ja, und entsprechend auch ja, mit ihnen umgehen zu können. Suchen Sie sich bewusst positive Kontakte aus. Und leben Sie diese. Ne? Mit Menschen, die Ihnen wohlgesonnen sind, wo Sie das Gefühl haben, Sie dürfen hier auch sein, wie Sie sind. Das ist ein großes Thema. Der erste Punkt, Veränderungsmöglichkeiten überprüfen. Der zweite Punkt, das Selbstwertgefühl stärken. Ja, kommen wir nun zum dritten Punkt. Mein dritter Tipp ist, die Überforderung erkennen. Sie sollten Ihre eigenen Belastungsgrenzen erkennen und natürlich auch akzeptieren. Wo zeigt Ihr Körper Ihnen Warnsignale? Wo zeigt Ihr Körper Ihnen Reaktionen? Wo sagt Ihr Körper halt, stopp, du befindest dich jetzt in einer Überbelastung und solltest für dich mal eine Auszeit nehmen? Wo zeigt Ihnen Ihr Körper, die Handbremse muss angezogen werden? Denn wie Sie vielleicht auch aus der allgemeinen psychologischen Beratung oder Psychologie kennen, ist es ja immer so, wir haben Gedanken, Kognition und unser Gedanke ist immer verknüpft, eng verknüpft mit einer Emotion. Unsere Emotionen sind auch wiederum eng verknüpft mit Körperreaktionen, ja? Also wenn wir verliebt sind, zeigen wir Körperreaktionen. Wenn wir gestresst sind, zeigen wir Körperreaktionen. Wobei, wer sagt, dass Verliebtsein kein Stress ist? Die Bewertung ist halt auch wichtig. Ja. Und auf Körperreaktionen folgt meistens eine Reaktion. Also überprüfen Sie mal sich selbst, was signalisiert Ihnen eigentlich Ihr Körper? Wo zeigt Ihnen Ihr Körper Ihre Körperreaktion? Wo zeigt der Ihnen ein Stoppschild vor? Und das sollten Sie ganz deutlich erkennen und auch als Schutzschild für sich selber auch interpretieren. Und vielleicht, wenn Sie schon analytisch tätig sind und das Ganze für sich reflektieren, auch vielleicht mag es mal sinnvoll sein zu überprüfen, welche Auslöser stecken eigentlich hinter der Überforderung? Was sind eigentlich die Dinge im Alltag, die in mir Emotion, Kognition, Körperreaktion entsprechend auslösen? Und wie ist eigentlich meine Erwartung? Meine Erwartungshaltung, meine Ansprüche zu mir selbst, zu meiner Arbeit. Was erwarte ich eigentlich? Bin ich übertrieben ehrgeizig? Bin ich übertrieben zielstrebig? Zeige ich Fehlerfreundlichkeit oder sind Fehler nicht erlaubt? Ja, also da sollten Sie einmal für sich natürlich gucken, was sind Ihre Ansprüche
Und was sind ihre Erwartungshaltungen? Ein weiterer Punkt ist die sogenannten typischen Katastrophengedanken. Ja, wir katastrophisieren gerne. Ne? Wir malen uns oft gerne das Schlimmste aus. Das schaffe ich nicht. Bestimmt bekomme ich das wieder nicht hin. Und so weiter. Ja, kennst du das? Hier solltest du vielleicht dein Gedankenkarussell einmal anhalten. Und hierzu gibt es ganz unterschiedliche Tipps. Aber dazu in einem anderen Video vielleicht mehr. Ja, mein nächster Tipp ist Entspannung lernen. Also es ist ganz wichtig, man hat auch wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, dass sowas wie progressive Muskelentspannung oder Meditation im Rahmen vom stressbasierten Achtsamkeitstraining, dass da eben halt sich Körperprozesse regulieren, dass der Parasympathikus aktiviert wird und der Sympathikus gedämpft wird, dass gewisse Hormone eben halt auf ein physiologisches Niveau runtergedrosselt werden. Also hier ist es wichtig für sich selber, wenn Sie in einer chronifizierten Stresssituation sich befinden, einmal lernen, Methoden, Techniken erlernen, um eben halt den Geist, aber auch den Körper bewusst runterzufahren und zu entspannen. Ich weiß nicht, welche Methode Ihnen am besten gefällt, was Sie für sich am liebsten mögen, aber hier drin werden Sie auch gut unterstützt. Zum Beispiel durch Präventionskurse, durch die Krankenkassen zum Beispiel. Die bieten sowas an wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder aber auch Traumreisen. Weiter können Entspannungstechniken aber auch sein, bewusst Dinge genießen, das Leben in hier und jetzt. Seine Umgebung bewusst wahrnehmen, ohne zu bewerten, einfach nur erleben und wahrnehmen. Ja, oder eben halt auch geschädliche Gewohnheiten einmal zu überprüfen. Vielleicht können Sie Ihren Autopilot, Ihre standardisierten Abläufe im Alltag auch einmal reflektieren und überprüfen, wo sind schädliche Gewohnheiten und könnte man die gegebenenfalls ersetzen, indem man Dinge einfach mal ganz anders macht. Ja. Und natürlich in stressigen Situationen, wenn der Stress so richtig da ist, leisten viele Menschen noch mehr Arbeit. Sie steigern sich noch mehr in diese Stresssituation. Hier ein Tipp: Machen Sie sich gedanklich ein Stoppschild, halt, stopp. Jetzt ist Durchatmen angesagt. Und ich mache langsamer. Ich nehme mal das Tempo raus und darf mir die Zeit nehmen, auch mal zu denken, nachzudenken, was vielleicht mein nächster Schritt ist. Ja, versuchen Sie durch Entspannungstechniken sich mal runterzufahren. Denn es gibt ja sowas wie eine innere Grundanspannung, ja, Anspannung. Die Grundanspannung bei vielen Leuten ist sehr hoch. So hoch, dass körperliche Symptome zu tragen kommen. Und wenn Sie versuchen, Ihre Grundanspannung durch Methoden, durch Umdenken und durch andere Verhaltensweisen zu regulieren, nach unten zu drosseln, und wenn Sie dann mit der Grundanspannung in einem unteren Niveau sich befinden, dann machen Ihnen zusätzliche Stressoren im Alltag ja nicht viel aus, weil die Spitzen auf der Grundanspannung nicht so hoch sind, dass sie in einem Worst-Case-Szenario sich befinden. Ist Ihre innere Grundanspannung aber vom Grundsatz schon sehr hoch und kommen da obendrauf noch Stressoren, dann sind Sie natürlich in einem Ausnahmezustand. Also hilfreich hier tatsächlich mal eine Technik sich zu überlegen, wie kann ich lernen, mein Parasympathikus, meine innere Grundanspannung nach unten zu regulieren. Das wird nicht von heute auf morgen gleich funktionieren. Das bedarf natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit und Übung auch, ne, um eben halt die Grundanspannung nach unten zu regulieren. Ja, mein letzter Tipp ist Tipp Nummer 5: Störende Denkmuster verändern.
Ja, Richard Lazarus, wie Sie in meinem Video schon das letzte Mal vielleicht gesehen haben, kommt es immer auf die Bewertungssituation an. Die Bewertung einer Situation erzeugt in mir positiven oder negativen Stress. Ja, wer bewertet jetzt nun die Situation? Ja, ich ganz allein. Und die meisten Menschen bewerten immer alles ganz schlimm. Und hier sollten Sie mal darauf achten, ob Sie auch ein Mensch sind, der gerne pauschalisiert. Immer sind alle so gemein zu mir. Keiner mag mich. Ist das so? Sind pauschal gesagt alle Menschen immer und ständig gemein zu mir? Oder gibt es vielleicht doch einige Menschen, die das ganz gut mit mir meinen? Pauschalisierung. Und dann kommt noch ein weiterer Gedanke, der auch zügigst abtrainiert werden sollte, denn die Ich-Muss-Gedanken. Wenn wir ein Ich-Muss haben, dann ist sofort unser limbisches System, ne, unser Vorbewusstes in Alarmbereitschaft. Weil das Ich-Muss heißt ja auch, dass ich ständig und permanent vielleicht über meine eigenen psychologischen Bedürfnisse hinweggehe, meine Bedürfnisse verdränge, nicht mehr wahrnehme und immer über meine Bedürfnisse hinweggehe. Unser limbisches System, ja, wir verlernen dadurch denn Bedürfnisse zu signalisieren und auch Emotionen zu erzeugen. Ich muss gar nichts. Ich darf ruhig und gelassen sein. Für alles andere entscheide ich mich ganz allein und freiwillig. Versuchen Sie, diese Ich-Muss-Gedanken abzustellen. Ja, viele auch sind problemorientiert. Ne? Die sehen immer die Dinge, die nicht gut funktionieren, das, was auch immer schlecht ist. Und hier wäre es tatsächlich sinnvoll, weg vom Problemorientierten hin zum Lösungsorientierten. Diese fünf Tipps sind Erste-Hilfemaßnahmen, wenn Sie bei sich eine Überforderung, eine Überlastung, eine Erschöpfung wahrnehmen. Mit diesen fünf Tipps können Sie für sich schon einmal anfangen, vielleicht Ihre Handbremse zu ziehen, um sich selber mal auszubremsen, zu sagen, ich muss jetzt was für mich ganz alleine tun, ich muss was für mich leisten, um nicht an diesem Endzustand Burnout zu geraten. Ja, und wenn Ihnen dann diese fünf Tipps und diese präventiven Maßnahmen nichts mehr bringen und das Ihnen auch nicht hilft und Sie subjektiv das Gefühl haben, dass Sie aus diesem Strudel, aus der Spirale der Hilflosigkeit, der Erschöpfung nicht mehr rauskommen, sollten Sie selbstverständlich sich qualifizierte Hilfe suchen und Unterstützung holen. Das Schlimmste ist, was Sie tun können, ist sozial sich zu isolieren, sich zurückziehen, alles mit sich ganz alleine ausmachen. Werden Sie hierzu aktiv. Tun Sie etwas für sich, kommen Sie raus und nehmen Sie Unterstützung an. Der erste Weg vielleicht zum Hausarzt oder Sie versuchen schon über die Krankenkasse einen niedergelassenen psychologischen Psychotherapeuten zu kontaktieren und vereinbaren mit Ihnen einen Termin, um Ihnen eine Unterstützung zu bieten. Burnout ist in unserer Gesellschaft angekommen und ist auch gesellschaftsfähig. Man braucht sich heutzutage nicht davor schämen, wenn der Beruf, die Arbeit einen krank macht. Wichtig ist nur, Sie müssen es für sich erkennen, und raus aus dem Hamsterrad. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir so aufmerksam zugeschaut haben. Somit ist die Serie zum Thema Burnout auch beendet. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige nützliche Tipps in diesem Video benennen. Ja, falls Sie es noch nicht getan haben, ne, standardmäßig, abonnieren Sie doch meinen Kanal. Hinterlassen Sie mir vielleicht doch auch einen Kommentar, wenn Sie möchten. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss.
und macht's gut.